We delve deep below the Abbey, ready to face the evil confronting us. The abbot, Vincent Dorin, was once a good and kindly man who helped the people of Wygol. But now he has become a devious coward who has holed himself up in the Abbey and rigged it with traps of cunning. The people, unprotected, have paid a heavy price for his treachery. Night has fallen outside, and we will be open to vampire attack at any time. We must be on our guard. We must work together if we are to succeed in acquiring the relic that the abbot guards. This will help us greatly in defeating the vampiric horde later. Na dann, auf geht's. Ich bin gespannt, wann wir eigentlich den ersten Vampir treffen. Und ich vermute bald, es wird nicht in diesem Kapitel sein. Stattdessen wahrscheinlich eher noch mehr Ghule. Oh! Hallo! Oh! Ich schätze, das war wohl eine Fehleinschätzung, oder? Hi! Junge, seid ihr hässlich! Meine Güte, also es ging dann doch schneller als gedacht. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir jetzt schon auf Vampire treffen. Aber ging ja dann doch relativ schnell. Gut, macht aber Sinn, schließlich haben wir gerade den Flock erhalten und der muss ja auch eingesetzt werden. Bislang merke ich jetzt aber noch nicht so viel von unglaublich gefährlichem Verhalten hier. Solange es nur ein bisschen draufknüppeln und erpflocken ist, kann ich damit ganz gut leben. Vor allen Dingen, wenn Sobek für mich den Sündenbock spielt und den Schaden abfängt. Nicht wahr, kleiner Vampirfreund? Zack! Und Feierabend. Ja, ich hab's gesehen mittlerweile, danke. Gut, schnappen wir uns das mal und rammen das da in der Mitte in diese Konstruktion rein. Mach du mal! Ich dreh dabei meine Runde. Okay, vielleicht doch nicht. Gut, dann kämpfen wir dann doch mal lieber weiter. Ah, okay, sie verteidigen. Siehst du mal. Im Prinzip ist es so ein bisschen wie gegen die Werwölfe zu kämpfen, nur dass die Vampire schwächer sind. Aber ich denke auch, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, wie die sich verhalten, wenn man zum Beispiel mal ein bisschen gesehen hat, wann sie diesen Dash einsetzen, dann wird es wahrscheinlich schon ganz gut gehen gegen die. Denn viel wegstecken können sie wirklich nicht. So, ich mach mal kurz ein bisschen Lichtmagie rein. Ja. Also der Dash ist wirklich eigentlich das einzige größere Problem dabei. Aber wenn es dabei bleibt, kann ich damit leben. So, und jetzt lass mal ganz schnell hier drehen. Bevor die nächste Gruppe kommt. Na, das wird doch spaßig. Zack. I need your help with the crowbar, Sobek. That's a good idea. Total gut. Ja, halt mal, ich gehe dann mal. Bis bald. Okay, lassen wir ihn einfach mal zurück. Finde ich gut. Haben wir hier irgendwas? Du hast nicht den richtigen Schlüssel für diesen Mechanismus. Na, das ist aber ärgerlich. I will destroy you all. Viel Spaß mit denen, Sobek. Viel Spaß. Ich hoffe, das ist okay für dich, wenn ich ein bisschen trödel. Ja, wahrscheinlich gibt's den. Kann ich denn hier vielleicht ein bisschen verschieben? Na, sieh mal einer an. So, die Frage ist, haben wir denn hier zufälligerweise noch irgendwo so einen Knüppel? Sieht nicht so aus. Okay. Soll ich dir noch irgendwie anderweitig hier helfen? Du musst unter Umständen einen Schattenmagier enthalten. Okay, geht klar. Alles gut. Ich komm dir wieder helfen, ja? Na, aber...
Der wird sind gleich. Okay, gegen die Vampire also einfach ein bisschen mehr in Bewegung bleiben. Dann. Oh, hallo. Das war jetzt schon ein bisschen unfair gerade, muss ich sagen. So. Ah, ist ja gut. So. Okay, er ist schon ganz tot. Das ist auch okay. Kann ich mit leben. Halt, den nehme ich mir. Ey, das war unfair. Gut, dann nehme ich mir den eben doch nicht so. Du musst den nicht immer gleich zermatschen, Kollege. Das geht auch eleganter. Aber gut, was soll's. Ich schnapp mir mal hier den Knüppel und marschiere damit ganz gemütlich drüben auf die andere Seite. Schauen wir doch mal, was wir hier noch so reißen können. That bastard Abbott has protected himself well. We need two keys to get out of here. Hast du gut erkannt. Hast du sehr scharf kombiniert, Sobek. Okay, dann halt hier mal bitte kurz. Oder auch nicht. Das scheint mal automatisch zu halten. Nach welchen Maßstäben entscheidet dieses Ding, ob es automatisch hält oder nicht, frage ich mich. Wer weiß. There is one of the keys we need. Na dann. Gut, hier vorne ist sowieso nichts. Wie kommen wir denn darüber, ist die Frage. Ich könnte jetzt natürlich wieder den Flock holen und den hier reinrammen. Ach nee, warte mal, komme ich denn vielleicht... Nein, ich kann ja nicht springen. Gut, dann würde ich sagen, holen wir doch einfach mal den Knüppel von hier drüben. Wird wahrscheinlich, ja, die beste Variante sein. Der ist schon recht universell einsatzbar hier unten. Aber die hätten ruhig noch einen zweiten wenigstens herstellen können davon. Damit man nicht ganz so oft rennen muss. So, ach, da fällt mir gerade ein, wir haben uns noch gar nicht angeschaut, was es zu den Vampiren zu sagen gibt. Vielleicht gibt es ja irgendwelche tollen Infos zu denen. Schließlich sind das ja jetzt wahrscheinlicherweise unsere Standardgegner. Vampirkrieger, Größe Mittel, Schwierigkeit Mittel. Aus den verschiedensten Kreaturen können Vampire werden. Zur Zeremonie gehört der Austausch von Blut zwischen dem Meister und dem zukünftigen Vampir. Doch dies muss vom Empfänger akzeptiert werden, sodass nur intelligente Wesen in Frage kommen. Also keine Trollvampire. Schade eigentlich, wäre lustig gewesen. Die Vampire des niedrigsten Ranges besitzen üblicherweise ein fledermausartiges Äußeres. Je mächtiger sie im Laufe der Jahrhunderte werden, desto menschenähnlicher sehen sie aus. Sie können sich nach Belieben aus einer grässlichen Bestie in einen Menschen verwandeln. Wie mächtig ein Vampir ist, kann man an seinem Äußeren erkennen. Jene, die Menschen täuschend ähnlich sehen, sind extrem gefährlich. Diese Vampirkrieger hier wurden wohl erst vor kurzem verwandelt. Es handelt sich offensichtlich um niedere Kreaturen, die der Vampirfürstin gefügig sind. Eine Vampirfürstin? Na dann! Bin ich ja mal gespannt. Huch! Dass das jetzt so sehr rumpeln würde, habe ich irgendwie nicht erwartet, muss ich zugeben. So. Help me with the crowbar. Hold on, I'm coming. Dann übernimm du das mal. Go through to the other side, quickly. Ja. Dann gehe ich mal hier rüber. Ist interessant, dass er das jetzt gar nicht mehr halten oder drehen muss. Das dreht von alleine zurück. Von mir aus, ist okay. So, ansonsten gibt's hier drüben nichts weiter, oder? Das sieht so einladend aus. Ach doch, natürlich. War irgendwie zu erwarten. Ein weiterer Lebensstein. Mensch, da können wir ja bald unser Leben weiter auffüllen. Coole Sache. Okay, holen wir uns noch ganz kurz den Schlüssel ab. Der wäre doch schon ganz nützlich wahrscheinlich. Du hast einen der Klosterschlüssel der Abtei gefunden. Und dann können wir uns auch schon auf den Weg machen. Das nehmen wir wieder mit. Sollte das Level denn danach schon wieder vorbei sein? Wäre irgendwie ein bisschen merkwürdig, oder? Aber ich meine, die anderen beiden Level waren jetzt auch nicht so ultra lang bisher. Von daher traue ich das denen schon zu. Ups. So eine Sauerei. Komm, heb wieder auf das Ding. Ah, man muss natürlich genau vor dem Loch stehen, um es einsetzen zu können. Ansonsten lässt das einfach mal fallen. Mache ich auch immer so. Wenn ich nicht genau an der richtigen Stelle stehe, um irgendein Gerät bedienen zu können, lasse ich alles, was ich dazu brauche, einfach fallen. So, und lass mich raten, wir müssen gleich nochmal den Knüppel benutzen.
Oh, shit! Support the next slab, quickly! Ja, natürlich. I can't hold it! Hurry! Ups! Aber, was? Das kam jetzt etwas überraschend, muss ich zugeben. Ich hab doch gedrückt. Na gut, lass es nochmal probieren. Das war jetzt etwas seltsam. Auf geht's. So, ich hoffe mal, den Schlüssel haben wir noch dabei. Ja, sehr gut. Setzen wir den dann auch mal ein. Okay. Immerhin haben sie den Schlüssel schon wieder reingesteckt. Wir müssen bloß nochmal neu drehen. Das ist schon mal relativ zuvorkommend. Gut. Und dann machen wir den Spaß hier drüben noch einfach nochmal. Habe ich gerade nicht verstanden, was genau das Problem war. Aber naja. Rumpeln wir uns durch. So, neuer Versuch. Hurry! Prop up the next slab! Kann ich? Support the next slab before we are locked in here. So. Auf! Lauf, mein Kleiner, lauf! Quickly! Move forward and hold the next slab! Quickly, or we die! Ich weiß, mein Freund, ich weiß. Frage: Wie kommen wir zurück? There is one of the keys we need. Ach so, natürlich, es geht wieder nach oben. Das ist ja sehr zuvorkommend von dieser Falle, dass sie wieder nach oben geht. Gut, dann sammeln wir den Schlüssel einfach mal ein. Finde ich doch ein bisschen merkwürdig. Wenn ich eine Todesfalle bauen möchte, dann würde ich die Falle doch einfach zulassen. Und damit wäre die Geschichte gegessen, denn wir würden uns nicht durch den Felsen wieder arbeiten können. Aber gut. Warum nicht? Leuchtet mir nicht ganz ein, aber was soll's. So, fressen für den Löwen. Und weiter mit uns. In höhere Gefilde. Kann man die Kisten hier zufälligerweise zerstören? Kann man. Wie schön. Und auch das hier. Ist bestimmt gut, wenn wir an einem heiligen Ort ein bisschen... Na gut, so heilig sieht es hier nicht mehr aus, wenn wir hier ein bisschen Zerstörungsarbeit leisten. Ah, wir haben den Innenhof erreicht. Nach gar nicht mal so unmächtiger Magie aus, die hier herrscht. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. There is a strange device here. Du meinst diesen Bannkreis da drüben? Weiß ich nicht, ob ich das jetzt Device nennen würde. Aber wenn du meinst. So, ich rande dir erstmal ein bisschen weiter. Und dann schauen wir mal, was der hier für eine Nachricht für uns hat. Hinweis, Belohnung für Lösung des Rätsels, 500 Goldstücke. Dieser verfluchte Abt, ein Diener des Herrn, der solch teuflische Magie anwendet. Irgendwie sind dieses Gerät und das Portal, das mich stets wieder zurückschickt, verbunden. Aber ich finde einfach nicht heraus, wie. Wir werden das schon hinkriegen. So, wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Was haben wir denn hier? It is a magic seed created by the abbot. There must be a way to manipulate it. Okay. Was haben wir denn hier noch? Eine weitere Rolle für uns. Ich habe gehört, dass Gandolfi sich auf die Suche nach dem Vampir begeben hat, der ihm seine geliebte Tochter wegnahm. Das hat ihn auch überhaupt erst dazu bewegt, das Kampfkreuz und die dazugehörigen Relikte zu schaffen. Ich bin vor kurzem an einem Mausoleum vorbeigekommen, das eines der Zubehörteile für das Kampfkreuz beherbergt haben könnte. Doch die Waffe selbst wird von in den geheimen unterirdischen Gewölben der Bruderschaft aufbewahrt. Aber das Relikt ist für mich ohne Bedeutung und ohne Nutzen. Ich frage mich, ob es wohl jemals im Kampf benutzt werden wird. Ich frage mich, ob die Prophezeiung je wahr wird oder ob wir je herausfinden, was mit Gandolfi geschehen ist.
Ich denke, das wird wohl alles sich noch erfüllen. So, das Bild scheint bloß dekorative Zwecke zu haben. Schauen wir uns noch ein bisschen im Innenhof vielleicht um. Hat es denn einen Grund, dass wir gerade so viele Feen gefunden haben? Frage ich mich. Wir haben noch gerade eine ganze Reihe an Feen gefunden. Das hier hinten sieht schon wieder so aus, als ob da Ghule durchbrechen könnten, muss ich sagen. So, haben wir denn hier noch irgendwas anderes ansonsten? Nee. In jeder Ecke gibt es so einen Haufen. Kann ich damit was machen? Nein. Okay, wir schauen mal ganz kurz hier drüben. Hier geht nichts. Genau, hier gibt es wirklich viele Feen. Ich meine, es kann auch bloß Zufall sein, aber muss nicht. Okay, da drüben gibt es was zum Klettern, sehe ich gerade. Wie kommen wir da hin, ist die Frage. Kann man da reinklettern oder kann man von dort aus weiterklettern? Ich versuche gerade zu eruieren, ob man irgendwo drüber hoppen kann hier. Aber ich sehe momentan nicht so wirklich eine Stelle, wo das geht. Nee, nicht so wirklich. Hm. Aber ist schon mal ein interessanter Hinweis, finde ich, dass man irgendwo klettern kann. Geht hier was? Ah! Eine Mauer zum Einreißen. Na sowas. Sieh mal einer an. Ein großer Pflock für mich. Und ich muss bloß noch herausfinden, wo ich den reinrammen kann. In dieses Ding hier in der Mitte also. Habe ich mir irgendwie schon fast gedacht. Und natürlich kommen mir Viecher raus. Ist doch klar. Warte mal, was können wir denn hier eigentlich... Was kann ich denn hier machen? Das sieht ja sehr speziell aus. Kommen die denn jetzt hier unendlich? Das wäre irgendwie uncool. Na gut, schauen wir mal. Könnte auf jeden Fall kritisch werden mit so vielen Viechern hier. Ich würde gerne erstmal aus der Ecke rauskommen. Dankeschön. Und ich muss sagen, Sobek mit dabei zu haben, stört mich mehr, als dass es mir hilft, weil ich ständig denke, dass er das ist, der neben mir steht. Dabei ist es so ein hässlicher Vampir. So, auf den ich dann auch gleich mal losgehe. Oh, siehst du mal, die kannst du auch so greifen. Oh, das finde ich aber schön. Das finde ich ja sehr zuvorkommend. Ja, wenn das so ist. Damit macht es doch gleich viel mehr Spaß, gegen die Ghule zu kämpfen. So. Ich glaube, wir haben ein bisschen Ruhe gerade, oder? Sobek, hold the device steady. I'm coming. Was kann ich jetzt damit machen, ist die Frage. Sorry, Sobek. Kann ich irgendwie die Löcher verstopfen damit? So hebt's. Ich sehe. Jetzt habe ich es mitgekriegt gerade. Okay, wir müssen bloß mal ein bisschen für Ruhe sorgen hier an Sobeks Seite. Damit er das Ding lange genug halten kann. Gar nicht so doof. Ob ich in den Giftfresser reinfassen würde, ich weiß ja nicht. So, aber das ist auch die zeitsparendste Methode, die Viecher platt zu machen, denke ich, ne? Ich finde es bloß etwas seltsam, dieses Licht sollten wir doch noch gar nicht haben, oder? So, jetzt aber mal. Sobek. Sobek. Danke. Go, go! Crossover now! Ja, ich weiß. Bin schon unterwegs. Zack! Wunderbar! So habe ich mir das vorgestellt. Ein Lichtmagiestein für mich. Und ich glaube, mehr gibt es hier unten jetzt auch nicht gerade. Ah, hier ist der Zugang.
Alles klar. Gut, da werden wir schon mal durch. Folgt als nächstes die Tür zu meiner Rechten jetzt gerade. Oder zu unserer Rechten, wie auch immer. Zur Rechten der Kamera, sagen wir mal so. Das war ein bisschen früh. Da war ich wohl etwas zu ungeduldig gerade. So. Ach ey, solche Endloskämpfe kann ich ja total leiden. Zack. Okay. Dann drehen wir das Teil mal. Nein, 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 nein. Ah, shit. Ich muss es ihnen natürlich auch halten lassen. Na, scheiße. Jetzt. Zobek, hold the device steady. I'm coming. Jetzt weiß ich auch, welches Device er meinte vorhin. Halt, ich muss doch hier lang. Kommen schon wieder welche? Oh ja, tatsächlich. Das war ziemlich knapp. Was hast du denn so, mein Freund? Eine Rolle. Ich muss von Sinnen gewesen sein. Wie sonst konnte ich nur eine derartige Mission annehmen? In die Abtei einzudringen, allein um irgendein mysteriöses Relikt zu beschaffen? Verrückt! Dieser Ort steckt voller teuflischer Fallen und unbeschreiblicher Kreaturen, die es darauf abgesehen haben, mir das Leben auszusaugen. Kann es sein, dass du dieses Ding durchschaut hast und hier rein bist und dann festgestellt hast, dass du ohne das Kampfkreuz nicht mehr rauskommst? Ist das möglich? Es kommt mir bald so vor. Na gut. Glücklicherweise haben wir das Kampfkreuz. Und es ist sehr freundlich von dem Ghoul, dass er wartet, bis wir das Ding ganz hochgezerrt haben. Oh. Oder den Ghoulen, sagen wir mal so. So, einer nach dem anderen, bitte. Es kommt jeder dran. Keine Panik. Wir haben genug Pflöcke für alle da. Okay. War da noch einer? Nein. Gut, haben wir hier noch irgendwas anderes? Ich glaube nicht. Das mit dem Leben spare ich mir gerade mal noch. Die Frage ist, können wir noch jetzt nach unten sozusagen zielen? Ah, shit. Diese verdammten Giftwolken. So, jetzt aber. Genau, beschäftige dich mal noch weiter mit dem. Ich werde dabei mal... Ach, Mann. Ich vergesse es immer wieder. Oh, komm. Nerv mich nicht hier mit deiner scheiß Wolke. Okay, muss ich jetzt mal gerade hinnehmen, dass ich ein Leben verliere? Komm schneller, ich verliere Leben. Bin dabei. So. Geht doch. Geht doch. Gut, jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, um mal hier mein Leben aufzufüllen. Lief doch eigentlich ganz okay. Das Rätsel war jetzt mal wieder nicht so schwer. Okay, und wir können endlich in die Abtei rein, was dann wahrscheinlich das nächste Level sein wird. Ja. Die Katakomben haben wir hinter uns gelassen, beide Magiesteine gefunden. Wunderbar. Auf zur Abteibibliothek.